Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Wir sind in der 1.38 Beta und am Start habe ich hier den Mack Anthem, der doch ganz schön qualmt, obwohl der Motor aus ist. Er ist natürlich ein Mod und das ist natürlich immer schade, dass solche Mods nicht so, naja, so hundertprozentig funktionieren, wie man sich das vielleicht so vorstellen könnte. Also, ja, er simuliert jetzt einfach so ein bisschen Qualm, aber der ist halt permanent. Ich mach trotzdem den Motor an, dann wirkt es so, als wenn es so sein sollte. Dann würde ich einfach mal reinsetzen und keine Edeltraut. Nein. Ach, gut. Dann fahren wir mal gemütlich los. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine Zeit lang kein American Truck Simulator gebracht. Irgendwie bin ich nie da richtig dazu gekommen. Heute hier am 8.7. Nehme ich mir einfach mal die Zeit, bevor der Livestream losgeht, nochmal eine kleine Tour mit dem American Truck Simulator ein paar Kilometer oder besser gesagt Meilen zu absolvieren. Ne? Kann man ja durchaus mal machen. Und ihr könnt gut und gerne sagen, hey Maximus, bring mal ein bisschen mehr ATS. Ich versuche es natürlich. Ja, die nächsten Folgen vielleicht am, naja, nächste Woche. Jetzt aber ziemlich zügig hier. Kurven. Ach, herrlich. Also, doch, das macht immer wieder mal Spaß. Ich habe extra auch jetzt gesagt, wir fahren so ein bisschen in die Dunkelheit hinein. Wir müssen das auf jeden Fall gegen 20.51 Uhr, ja, dann wird es auf jeden Fall dunkel, ja, abgeben. Warum nicht? Ja, sonst fahren wir ja immer früh los und kommen dann irgendwie Nachmittag an. Heute fahren wir mal späten Nachmittag los und kommen dann quasi abends an. Und wie gesagt, SCS hat jetzt gerade ein Video hochgeladen. Da geht es, glaube ich, darum, um diese eher speziellen Kamerapunkte, die man ja ansteuern kann. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Weiter will ich da auf jeden Fall gar nicht eingehen, erst wenn dann das DLC Idaho da ist. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es schon viel früher da ist, aber wahrscheinlich hat das noch einige Probleme. Ja, gehe ich davon aus, dass es noch irgendwie ein paar Probleme hat. Deswegen dauert das vielleicht doch ein bisschen länger. Aber okay. Wenn es da ist, ist es da. Dann werde ich auf jeden Fall ein Infovideo machen. Und weil heute Freitag ist, wo ich dieses Video hochlade, will ich natürlich auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Heute gegen 20 Uhr werde ich dann nochmal Multiplayer fahren. Zieh vorbei, zieh vorbei, zieh vorbei. Ah, wiegen brauchen wir nicht. Um 20 Uhr werden wir dann schön gemütlich wieder um die 2000 Kilometer fahren. Denke ich doch, dass wir das dann hinkriegen. Vielleicht sogar noch mehr. Letztes Mal war ja bis Mitternacht sind wir unsere Tour gefahren. Und wenn das gut ankommt am Freitag, dann bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht am Samstag nochmal mache, eine Runde Multiplayer. Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Und am Sonntag kann ich dann wieder Videos aufnehmen. Muss mal schauen. Vielleicht werde ich am Sonntag... Ne, am Sonntag werde ich hier eine Multiplayer-Tour machen. Braucht da noch mal ein bisschen Ruhe. Ey, ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen. Da sind wir einfach mal ein bisschen flexibel, ne? Die Leute, die mir folgen oder... Immer mal gucken, was... bei der Vorbereitung... So alles geplant ist. Livestream, da kann man ja schon einen kleinen Fokus setzen. Vielleicht werde ich am Montag nochmal eine Runde Breakfast machen, Multiplayer. Um einfach mal zu gucken. Man hat ja beim letzten Mal verloren. Aber da mal wieder ein bisschen Action Jackson machen. Und am Dienstag will ich dann nochmal Euro Truck Simulator Livestream bringen. Ob es jetzt Multiplayer, ich denke mal eher nicht, wenn ich zweimal denn schon gemacht habe, weil am Mittwoch
kommt die Familie wieder zurück. Also den kommenden Mittwoch vom Urlaub. Und da will ich mich auf jeden Fall nicht ransetzen. Da wird es dann erst am Freitag wieder was geben. Außer es kommt irgendwas Besonderes. Ah, ist das hier schön? Sieht das schön aus hier? Hier mit den ganzen Bäumen. Ach, herrlich. Natürlich bin ich wieder in Washington unterwegs, da wo ich das letzte Mal den LKW abgestellt habe. Und ich dachte mir, ach komm. Ist doch schön, dass wir den Mac Anthem bekommen haben. Dann können wir den auf jeden Fall gebührend nochmal ein bisschen feiern. Ne? Habe ja jetzt, glaube ich, anderthalb Wochen kein ATS mehr oder fast zwei Wochen kein ATS-Video mehr. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal gekommen ist. Wie viele Tage sind das? Guckt einfach mal. Wie viele Tage ist es her, wo ich das letzte Mal American Truck Simulator gebracht habe? Wie viele Meilen haben wir denn? Wir haben 166 Meilen. Ja, dafür wird vielleicht die Folge hier durchaus ein bisschen länger. Wir müssen hier hinter unserem Truck hinterher fahren die ganze Zeit. Die Möglichkeit zu überholen ist jetzt so gar nicht so richtig hier gegeben. Ich habe auch gar nicht den stärksten Motor drin. Ich glaube nicht. Machen wir 45 Meilen rein. Na, vielleicht 50. Aber ganz abbremsen und wir beschleunigen. Dann will ich auch auf einer gewissen Geschwindigkeit sein. Dann lasse ich den lieber ein bisschen vorfahren, weil irgendwann bremst er wieder. Dann kann ich wieder ein bisschen aufschließen. Ah, man merkt, langsam wird es dunkel. Da wirkt das Spiel immer ganz, ganz anders, wenn man halt bei einer anderen Uhrzeit fährt. Finde ich immer wieder sehr interessant. Wie so das Wetter sich ändert. Oder die Lichtstimmung, besser gesagt. Gefällt mir. Ist das entspannt. So, siehst du, jetzt kommen wir da ran. Wir müssen jetzt selber nochmal bremsen hier. Auch dunkel hier im Truck hier alles. Ja, heißt das richtige Interieur hier. So. Ah, mal sehen. Vielleicht fährt er ja geradeaus und wir können dann gemütlich rechts abbiegen. Dann mal 50 Meilen ohne Unterbrechung. Jetzt blinkt er noch nicht. Ja, blinken wir mal auch nicht und hoffen, dass er dann sagt, okay, weil der Maximus lang fährt, ist geradeaus. Geht zwar nicht da vorne, ne, aber ah, diese großen Parkplätze, die kann man eigentlich überall schön Start vom Livestream machen, ey. Ja, wenn die 1. Ich wollte eigentlich nochmal Livestream ATS bringen. Vielleicht mache ich es ja doch noch. Na los. Ja. Bottle. Und wie hat er dann den Sockenschuss? So viel Zeit habe ich da ohne hier stundenlang zu stehen. Obwohl ich jetzt frei habe. Ja, nicht frei, sondern keiner hier ist, der irgendwie jetzt mal wieder irgendwas möchte. Ne? Boah, können wir nämlich jetzt schön auf der Interstate vielleicht auf 60 Meilen gehen? Wäre doch mal was. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Geschwindigkeit. Also für mich jetzt. Oh. Dann. Hier, wir haben den Tesla hier. So. Jetzt. Interstate. Was heißt 90, ne? Interstate 90 fahren wir jetzt. Ach.
Einmal Tutti. 124 Meilen, ja, da werden wir jetzt mal richtig schön durchblasen. Guck mal hier. Wir fahren jetzt hier runter auf die 82. Dann hoffen wir mal, dass wir dann ohne Probleme ankommen. Nicht, dass der uns wieder sagt, hey Maximus, du bist aber wieder zu spät. Kann ja gar nicht sein. Hast du eine schöne lange gerade Auffahrt hier. Passt ja. Herrlich. So, dann kann ich nämlich gleich bearbeiten, das Video. Hochladen, bearbeiten. Das macht mir immer ganz viel Freude. Ja, da kommt wieder der kreative Maximus immer raus. Sehr kreativ. Boah, das sieht doch auch geil aus, oder? Ja, ich bleib nie auf der Spur, bla bla bla. So. Und die Sonne, wie sie ja ins Pfarrerhaus reinleuchtet. Glücklich sind wir. Aber wir haben keinen Kaffee am Start. Oder wie ich immer gerne sage, Kaffee. Was heißt Kaffee und nicht Kaffee? Ah ja. Jede Region hat so seine Eigenheiten. Meine Eigenheit ist halt, dass ich Kaffee sage. Von mir aus auch mit ENE. Sparen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Hier den ganzen, ich glaube, das Autobahnkreuz bin ich so selber noch ein bisschen manuell abgefahren. So ohne jetzt Touren, weil manchmal kriegst du ja nicht die richtigen Touren, sind halt immer ja, so ein bisschen standardmäßig. Mit dem Video dann, naja, separat dann noch abzufahren, das ist dann, naja. Aber ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg hier, ne? Hier die 100% zu kriegen. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt? Ups, 92%. Ah ja, na gut. 92%. Ah ja. Wenn jetzt bei der DLC kommt, dann dann ist wieder alles. Dann bin ich wieder bei 75 oder 80. 75, stimmt, irgendwie so eine Dreher, 70, 75. Ja, wir gucken mal. Wir wissen ja nicht, wie viel Kilometer, oder vielleicht wusste ich es ja auch, wie viel Kilometer wir hier ins Spiel bekommen. Und habt ihr da vergessen? Dann kommt ja noch Colorado dieses Jahr auch noch. Eieieiei, da werden wir noch viel, viel fahren. Schön Spezialtransporter. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie einen gewissen Mix hinbekommen, dass wir hier ATS auch noch mal ein bisschen bringen. Vielleicht auch mal Multiplayer, dass wir, dass auch die Community vielleicht einmal im Monat Multiplayer ATS mal. Ist halt irgendwie mehr der Fokus Euro Truck Simulator, ne? Aber ich würde das Spiel ja trotzdem ein bisschen unterstützen. Und ich denke mal, ein kleiner Teil von euch da draußen hat sich den ATS geguckt, weil er gedacht hat, oh ja, sieht ja doch nicht schlecht aus. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Wer hat sich im Nachhinein, wo er jetzt Videos von mir gesehen hat, dann doch entschieden, vielleicht im Sale, sich den ATS anzugucken und ja, sich zuzulegen. Der ein oder andere sein. Ist ja manchmal so, wenn man sich noch nicht so sicher ist, was für ein Spiel man denn holt oder holt man sich dann überhaupt so ein Spiel. Oh, je, 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 war aber knapp. Oh nein! Oh. So,
müssen wir doch noch wiegen. Naja, dann wissen wir auch mal, wie schwer wir sind. Ich denke mal knapp an die 40 Tonnen, oder? 30, 38. So. Toll. Na, dann gucken wir mal. 30 Tonnen, genau. Oh, ja. Tja, das haben wir natürlich gerne gemacht jetzt, ne? Oh, die Sonne ist da hinten schon im Horizont. Uiuiui, die blendet ja richtig. Kann auch die Sonne draußen sein. Ach, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Habt ihr gesehen, die Laternen sind gerade angegangen. Ja, was ist denn hier los jetzt hier? Ist ja... Oh, ja, schon Verkehr hier auf der Straße. Aber was... Mit den ganzen Lichtern. Hi! War eine gute Entscheidung, nicht die Zeit nach vorne zu drehen. Und zwar jetzt so in den Abend reinfahren. Aber jetzt meine Frage an euch. Es kann natürlich auch sein, weil es jetzt immer sehr bewölkt ist, dass einen das so ein bisschen täuscht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon wieder so ein bisschen merklich dunkler wird. Leicht, ganz leicht. Dass wir über den Zenit natürlich drüber sind, aber. Ab September merkt man dann schon deutlich, dass es dann abends schon, glaube ich, schon um 8 oder so ist, oder? Oder dass die Sonne dann leicht schon unten ist. 8, halb 9 irgendwie so ein Dreh. Weiß ich jetzt nicht selber genau, aber... War noch ein bisschen schimmrig, aber... Oh, wir müssen sowieso hier runter. Wir haben nur noch 11 Meilen. Das ist so schön. Das war noch eine schöne, gemütliche, entspannte Tour mit dem Mac Anthem. Und ordentlich Ruß aus den Auspuffen. Und ja, SCS wird sowas nicht reinbringen. Das möchten die Entwickler nicht. Außerdem, wenn der Motor warm ist, dann würde sowieso nichts mehr kommen. Bei den neuen Motoren, das ist ja nicht so, dass da jetzt ordentlich was rausgedödelt kommt, ja. Wenn das irgendwas... Ja, an der Spritverbrennung nicht richtig. Dann frisst er vielleicht zu viel Öl oder so. Oh, mal rüber. Oh, hier steht, hier ist ja ein Auto. Hier ist ja ein LKW. Ah, das war aber jetzt ganz knappe Geschichte. Das sieht man mal sehr undeutlich hier die Blinker, ne? Ja. Sieht man echt immer ein bisschen undeutlich. Warte mal. Dann bleiben wir hinter dem mal hinterher. Ah. War noch ein bisschen Schnauze dran, ne? Die Bier vor uns hier. Ja, Müller-Bier oder so. Keine Ahnung. Kann ja auch ein Energy-Drink sein. Ja, schön. Lass mal einen Burger nachher. Fahren mit dem Truck dann zurück und holen uns erstmal einen schönen Oldschool-Burger mit Pommes. Ah. So. Hier ist keiner. Da ist keiner. Ampel sagt aber rot. Das halt manchmal so, ne? Ja, wird dunkel. Da wollen die nicht mehr so fahren. Vielleicht liegen sie alle schon in der Koje. So, wir haben sowieso nur noch ein paar Minuten. Oh, 35 Minuten dürfen wir noch fahren. Ah, das war ein Zeichen für den Bahnübergang hier. Auf der Straße. Ich schon gewundert, was das bedeutet. Jetzt gerade eben. Oh, das war ja wieder klar. Oh, mal gucken, ob wir hier rein müssen.
wir hätten da reingemusst. Aber ja, wohl ein bisschen uns vertan, ne? Naja, was soll's. Passiert. Okay. Jo. Mal wieder eine erfolgreiche Tour. Abgeschlossen. Hui. Schnell. Und Frachtabgabe. So, ja, wir haben es geschafft. Und ja, vielleicht hat es den einen oder anderen sogar interessiert, die Tour. Ich hoffe. Und für alle anderen, wir sehen uns heute Abend gegen 20 Uhr. Gibt es nochmal ohne Pro-Mods. Ob ich auf Sim 1 oder 2, ich denke mal Sim 2 sind wir, werden wir schön gemütlich eine Tour im Multiplayer machen. Und erstmal sage ich mal bis 22 Uhr, vielleicht bis 22:30 oder 23 Uhr. Kommt drauf an, wie viel Lust man dann nach einer gewissen Zeit hat. Ich bin aber erstmal raus und sage haut rein, macht's gut. Bye bye.